Guten Morgen, liebe Radsportfreunde. Ich bin gerade von zu Hause aus gestartet, fahre durch den Röttgener Wald, möchte zunächst am Schlebachgraben entlang und dann am Hasselbachgraben entlang fahren. Von dort geht es dann zum Jägerhaus und dann weiter ins Kalkhaar. Ungefähr bis zur Mestringer Mühle und dann fahre ich wieder zurück an der Kalkhaarsperre vorbei und dann nachher noch nach Konzen und weiter ein Stück auf der Fennbahnradweg wieder nach Hause. Ich bin jetzt gerade am Schlebachgraben, ein schöner Wurzelteil. So, da kommt das erste Hindernis. Mal wieder ein umgestürzter Baum. Und weiter geht's. So, jetzt geht's ab. Jetzt ist der Weg ganz schön kaputt. Zum Glück ist es aber trocken. Sonst wäre das hier eine schöne Matsche. Bin ich schon am Hasselbachgraben. Das ist ein sehr, sehr schöner Tal. Mal sehen, ob ich hier ohne weiteres durchkomme. Könnte sein, dass hier auch einige Bäume den Weg wieder versperren. Ja, schauen wir mal. Und wie erwartet, das nächste Hindernis. Naja, das hat man schon geschafft. Sehr, sehr schön hier. Richtig verwunschen. Glaube ich, mehr eine Hindernisfahrt heute, wenn das so weitergeht mit den umgestürzten Bäumen. Naja. Schauen wir mal, wie wir das so bewältigen.
Schön ist es mit vielen Wurzeln. So, da ich nicht geschaltet habe, muss ich jetzt mal im Stehen fahren. Man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht in den Graben fliegt. Also ruhig mal absteigen. Ja, die halten ja gut Abstand. Hallo. Jetzt geht es erstmal ein ganzes Stückchen bergauf. Höhe erreiche, das Jägerhaus, besser gesagt am Forsthaus Jägerhaus. So, jetzt habe ich den Anstieg fast geschafft. Ich bin fast am Jägerhaus. Da geht es dann weiter. Da kam ich her. Hier geht es an sich direkt nach Rötchen. Ich bin jetzt auf der Höhe. Ich genieße gerade den Fernblick. Es ist zwar etwas diesig. Vielleicht sieht man auch da hinten das Kraftwerk. Das ist das Kraftwerk von Weißweiler. Und diese Halde, eine Abraumhalde, so wie es aussieht, im Tagebau. Also weiter geht's. Forsthaus Jägerhaus vorbeigekommen. Jetzt geht's runter, nachdem ich so lange hochgefahren bin. Jetzt fahre ich zunächst mal ins Kalltal Richtung Simonskall. Mal sehen, wie das in Simonskall aussieht. Wenn da zu viele Leute sind, muss ich meine Route umplanen. So, hier geht's jetzt nach links. Hier jetzt ein Wildpark entstanden. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. Vorher war zwar dieser Weg viel schöner, aber die Windkraft muss halt sein. Irgendwo müssen wir unsere Energie hierher bekommen. Tal runterschauen. Freier Blick von hier. Hier quert die Downhill-Strecke. Hier ist ein Mountainbike-Park. Ah, jetzt wollte ich eigentlich hier diesen kleinen Pfad runterfahren. Das geht aber nicht, weil da ein Baum quer liegt. Also muss ich doch die Straße fahren. Ja,
fahre ich auf der Straße. Das ist an sich eine wunderschöne Strecke fürs Rennrad. Geht natürlich auf dem Mountainbike. Dann fahre ich weiter durch den Tal. Bächern entlang, der Kalk. Ich dachte, hier wären mehrere Leute, aber sieht so aus, als ob ich allein auf weiter Flur bin. Fast allein. Das ist schön. Kann ich die Abstandsregeln befolgen? Sehr gut. Geradeaus hätte ich weiterfahren können zur Mestringer Mühle. Da ist eine Wirtschaft, ein Café. Aber das lohnt sich ja jetzt im Moment nicht, weil die sicherlich geschlossen ist. Der Teil ist jetzt links von mir. So, hoch geht's wieder mal. Aber da hinten sehe ich schon die Kuppe. Hoffe, das ist der höchste Punkt. Also ungefähr wird das schon stimmen. Da bin ich jetzt gerade hochgekommen. Hier hat man einen wunderschönen Fernblick. Man kann auf die gegenüberliegenden Höhen schauen. Und natürlich auch ins Tal. Da jetzt geradeaus, das müsste Fossenack sein. Hier geht es jetzt gleich weiter. Da steht mein Radio. Das wartet schon. Also, los geht's. Ich bin jetzt genau oberhalb von Simons Kall. Unter mir rauscht das Bächlein. Sehr schön, ich weiß nicht, wenn man das hört, wird die Fahrtgeräusche sicherlich nicht übertönen. Aber schön. Wetter spielt heute natürlich mit. Super. Einfach nur schön. Hier sieht das ja ganz anders aus als in Belgien. In Belgien sind hier alle Parkplätze, alle Wanderparkplätze gesperrt. Hier ist schon relativ viel los. Na gut, man kann es den Leuten auch nicht verdenken. Mal in die Natur zu gehen, wenn man die Abstandsregeln einhält, dann ist das ja auch alles okay. Und super sogar. Jetzt nochmal ein Stückchen hoch. Wie das in der Eifel so typisch ist.
Jetzt fahre ich gerade am anderen Ende der Talsperre lang. So sieht der Blick aus vom anderen Ende der Talsperre. Da oben wieder die Windräder. Da ist heute Morgen ja schon mal. Nur ein kurzes Stück auf diesem Fahrradweg und dann fahre ich schon wieder auf einem Feldweg. Hier geht es rechts, dann sofort links. Und neben mir, links neben mir, fließt wieder die kleine Kall. Jetzt fahre ich Richtung Simmerath und Konzen. Hier könnte man jetzt rechts fahren, falls aber links. Beide Wege führen zum Ziel. So, jetzt geht's nach links. Ich fahre hier auf einem für die Eifel typischen Heckenweg. Das sind Buchenhecken, mal gewesen. Jetzt komme ich zum Westen. Hier ist noch ein weiter Blick in die Landschaft. Da vorne fahre ich jetzt hin. Jetzt geht es ja Richtung Heimat. Ich bin mal wieder auf dem Rennbahnradweg. Das ist immer ein schöner Weg zum Heimfahren. Denn eben, wenn man kaputt ist, dann kann man hier einfach nur rollen lassen. Das ist schon super. Auch sonst lässt sich der Weg sehr schön fahren. Das ist eine der wenigen Strecken, die nicht geteert ist. Also das ist von Konzen bis Lammersdorf so. Das heißt, bei Regenwetter mit dem Rennrad also nicht zu fahren. Kilometer 43,5 von 8 ausgezählt. Noch 10 Kilometer, dann bin ich im Rücken. Ich bin mittlerweile wieder im Rötschner Wald, nicht mehr weit, dann bin ich zu Hause. Hier lässt es sich sehr schön fahren. Da fahre ich gleich runter. Da sieht man die Strecke, also den Weg Richtung Lammersdorf. Da geht es weiter Richtung Rötchen und dann schließlich bis nach Aachen. Also, weiter geht's. Liebe Radsportfreunde, ich bin wieder angekommen in Rötgen. Es war heute eine sehr schöne Tour. Das Wetter war super, die Leute sehr freundlich. Die wenigen, die ich nicht begegnet bin. Die Wanderer haben auf die Radler Rücksicht genommen und umgekehrt.
Wenn sich alle an die Regeln halten, dann kann man auch prima rausgehen in die Natur. Also in diesem Sinne, macht es gut und bis bald einmal. Tschüss!